Matrosen, euer Re hier. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer Folge Replays Resammelt. Und ihr wisst, was das heißt. Flohmarkt-Time! Hier, was soll das? Achso, du wolltest ja mit. Ich hab dich ja gefragt. Hey, unbedingt. Servus. Servus. gestern, ich habe dem Damian eine Nachricht geschrieben, dass ich am Flohmarkt gehe, und seine Antwort war etwas besorgniserregend. Also ich habe ihn gefragt, so, ey, wie sieht's aus? Zwei Flohmärkte, beide fangen um 8 an. Und er so, ja, und Damian so, Donnerstag, zwei Flohmärkte, 8 Uhr, jeder hat frei, heute ist nämlich Feiertag. Ja. Digga, keine Frage, bin sofort am Start. Auf diese Frage habe ich lang gewartet. Das klingt für mich wie, willst du mich küssen? Ich dachte, du fragst nie. Ich dachte wirklich, du fragst nie. Zu dem richtigen Zeitpunkt mal. Du hast oft gefragt. Aber ich hatte halt keine Zeit und jetzt habe ich Zeit. Ja, unter der Woche, Feiertag, klar. Ja. Also, wir sind auf dem Weg auf, heute sind zwei Flohmärkte, gerade weil, was ist heute überhaupt für ein Feiertag? Ich habe keine Ahnung. Egal, habt ihr auch frei? Ja. Und deswegen sind zwei große Flohmärkte. Also der eine ist auf jeden Fall, soweit ich weiß, immer nur wenn, ne, der am Markt kauft, und der ist riesig, wenn alle da sind. Und der ist eigentlich nur, wenn Feiertage sind, und der andere ist am XXX Lutz, und der ist irgendwie alle 6 Wochen oder so. Und der ist cool, weil A, Parkplatz ist riesig, und das ist ein Parkhaus mit zwei Decks, mit zwei Parkdecks, die auch noch befüllt werden, wenn es heute voll wird. Aber ey, Wetter ist gut. Ja? Ja, das ist Bombe. Ich verspreche mir aber nichts, denn ich denke, dementsprechend werden auch viel Leute und also viel Konkurrenz unterwegs sein. Aber egal, die Reise ist das Ziel. Genau. Let's go. Let's go. Scheiße, ich hätte vorher weit rechts schon abbiegen müssen, glaube ich, oder? Hallöchen. Schön. Haben Sie da noch mehr in der Richtung? So Spiele, Games? Spiele habe ich gar nicht. Nur das Gerät mit ja. Allem. Da ist dann noch PlayStation, aber ohne Kabel. Da habe ich keine mehr. Ja. Aber das können wir ja sich kaufen. Ja. Schlägst du ihn schon mal? Ja. Ah, schade. Keine 60 GB. Noch was in der Richtung dabei oder nur? Ich hab, das sind die Reste. Okay. Ja, mehr haben wir nicht. Okay. Was nimmst du denn da für ein Spiel? Kommt doch an, ich muss sagen, welches Spiel haben willst. Mhm. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich überhaupt schon was haben will. Ja, nicht wirklich, ne? Das sind alles so Füllertitel. Oh, die Harry Potter Socken. Die wären interessant. Alter, eine Kuh. Hier, brauchst du ein paar Gamecube-Spiele? Gamecube, ja, fürs Vollset vielleicht. Nice. Viel Spaß. Was soll der kosten? Gameboy? Ja. Mit allen Spielen sind 3 oder 4. Hm. 65 Euro komplett, funktionsfähig. Okay. Danke. Der ist sehr schlecht. Wir sind 15,64, ne? Ja. 15 Euro. Wo? Was weg ist, ist weg. Moment. Ich komm schnell rum.
Was willst du haben? Gibt es auch noch mehr in der? Nein, leider nicht. Ich habe nur die vier. Ich hätte zu Hause noch ein komplettes Input oder wie das heißt. Ja. Was kostet hier was? Ja, das ist so verschieden, ne? Die einen sagen, ein 50er ist es wert, die anderen sagen 30 ist es wert. Was tätest du zahlen? Was wäre nur das zum Beispiel? Ein 10er? Ist das okay? Muss ich mal schauen. Also ich weiß, dass sie teurer gehandelt werden. Okay. Ich habe geschaut. Okay. Im Internet sind es drin. Ja, das geht ja leicht heutzutage, ne? Ja, ich war schon. Aber du musst halt ja verkaufen, ja, dann, ne? Ja. Eben. Moin. Was willst du denn für die? 120. Ja. Oh Mann, ey. Jeder. Leg da Macke, ja. Was ist denn für Ding? Das ist, so ein Spiel oder was es kostet? Ja, so ein Handheld, ja. Ein altes. Genau, ja. Ja. Hat gesagt, du weißt ja nicht mehr, ob es funktioniert, hätte es ja für 50 Cent hergegeben. Ja, ja, gar kein Thema. Sonst, außer die PlayStation 4 Games oder so, habt ihr nichts mehr an Spiele dabei? Da, nee. So, wir sind durch. 2 Stunden fast. Oder ja, doch, zwei Stunden. 2 Stunden und wir sind vielleicht 3-mal komplett alle Stände abgegangen in 2 Stunden. Das spricht schon für die Größe dieses Flohmarkts. Krass. Ja, 2-3 Sachen gefunden. Ein sehr schönes Schnäppchen auf jeden Fall gemacht, was jetzt aber nicht videotechnisch ist. Das zeige ich euch gleich. Angefangen aber mit für 50 Cent einmal, fand ich ziemlich cool. Ich habe keine Ahnung von wann der ist, weil es steht kein Datum drauf leider, aber für 50 Cent, ich weiß noch nicht, ob er funktioniert, aber egal. Leute, von Werner Beinhardt, ein LCD-Game. Geil. Das ist auch genau dein Ding, oder Werner? Voll. Na? Ja, mag ich. Legendär, der erste Teil des Fußballspiels. Ne? Blindmann am Ball, Blindmann und Tor! Geil, ja. Oder Werner! To this note? Oder ne, ihr wisst ja. Ja, geil, 50 Cent, ne? Keine Ahnung, es funktioniert. Immer mit und sauber gemacht werden. So. Dann zeige ich euch, weil ich habe noch hier Games, aber ich zeige euch mein Schnäppchen. Für 25 Euro. Hier ist noch eine Tasche mit Ladegerät und alles. Da haben wir jetzt schon mal da rein, ob dann vielleicht doch eine SD-Karte irgendwo vergraben ist oder so. Was brauche ich eine SD-Karte? Und ja, ihr seht, das ist eine Kameratasche. Ich habe mir einen Camcorder gekauft. Und nicht nur irgendeinen, das ist das HDR, also von Sony HDR PJ530. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, meine Folgen damals, die ich gemacht habe, als ich noch meinen alten Camcorder hatte, das war so mehr oder weniger das gleiche Modell. Das, was ich hatte, war noch ein bisschen größer. Und ey, ich suche schon länger wieder so einen Camcorder. Kann man immer mal gebrauchen. Ne? Ich habe jetzt nur leider keine SD-Karte. Vielleicht, ich habe hier eine gesucht, keine gefunden. Vielleicht finde ich hier irgendwo auf dem nächsten Flohmarkt einen. Aber sehr cool. Hat einen Projektor hier. Braucht zwar kein Mensch, aber er funktioniert auf jeden Fall. Ne? Wie ihr seht. Und was sehr, sehr geil ist, und das ist mir sehr wichtig auch. Ach scheiße, guck mal, er braucht Micro-SD-Karte. Also nicht nur irgendwie eine SD-Karte, braucht entweder eine M2 oder eine Micro-SD. Okay, müssen wir noch gut zu wissen. Was sehr geil ist, es hat hier einen Port für ein Mikrofon. Und hier oben kann man ein Mikrofon noch dran klippen. Ne? Das ist sehr geil, haben die nicht immer. Vor allem in den Preisklassen, wobei das Ding hier nicht günstig war. Und wie gesagt, 25 Euro bezahlt für gut und gerne 100 Euro gehen die weg. Wenn er jetzt noch super funktioniert, ey, mega Schnäppchen. Und ist halt geil, weil man mit den Dingern halt wirklich nice auch mal reinzoomen kann und so, ne? Das ist schon, kann man immer mal gebrauchen, so ein Camcorder, ne? Wenn ich mal im Garten wieder Pickups mache, ne, dann sitze ich wieder da mit dem Richard oder mit dem Damian oder wie auch immer. Und dann muss ich gucken, oh, nach einer halben Stunde ist mein Camcorder wieder aus und wie auch immer. Ja gut, ich habe hier noch die Action Cam, die läuft auch unendlich, aber ist einfach schön, ne? Was zu haben, was zoomt. Keine SD-Karte. Nein. Okay. Gut, habt ihr ja vorhin gesehen. 40 wollte sie erst für alles, für 20 habe ich es mitgenommen. C64.
Commodore 64 Games. Ich habe sogar es hat sogar einen Commodore 64 da, Tastatur, Diskettenlaufwerk, alles. Aber ich habe nicht gefragt, was er wollte. Wenn, will ich das Ding komplett in Box haben. Und ich weiß, es ist schwer zu finden. Aber egal. Aber ich habe Games gefunden dafür. Und einmal, ja, Flight Simulator 2. Und jetzt, ja, der Damian grinst schon, aber ich sag's dir, als das damals rausgekommen ist, die Münder der Väter. Oh, ja. Krass. Ja, 3 FPS Flugzeug-Cockpit-Action. Mega. Dann, ich kenne diese Games alle nicht, deswegen ich kann nicht viel darüber sagen. In Diskettenform haben wir einmal Demolition Construction Set. Das ist irgendwie sowas Strategisches. Hier, 1987. Kingsoft, Fritz Schäfer. Kingsoft. Und das ist auch interessant hier, diese, wie die aufgebaut sind. Ne? Hier ist das Inlay, hier ist die Diskette. Ich weiß nicht, ob da noch eine größere Box war oder so, wo das dann drin war, aber so gab es das und das hat 10 Mark gekostet früher. Dann haben wir im gleichen Packaging einmal Thundercross. Das sag ich hier, Thundercross. Genau. Da kann ich jetzt leider nicht mal anhand. Doch, hier haben wir ein Inlay. Ja, das scheint auch so ein Shooter zu sein. Eventuell sowas wie Tempest vielleicht. Oder ein richtiger Shooter. Also ein Schmopp kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Aber ne, ich hoffe, ich habe ein bisschen Gameplay gefunden, dass ihr das sehen könnt. Und was ich sehr geil finde und was mir so als erstes ins Auge gestochen ist, ist auch für den Commodore 64 Grind Runner. Und wer es nicht weiß, N64 war... Hatte nicht nur C64, Commodore 64 hatte nicht nur Disketten, Floppy-Disk, Kassettenformate, sondern auch, und ich weiß nicht, wie diese Technik funktioniert, Kassetten. Ja, das hat man in einen Kassettendeck, der mit dem Monitor verbunden war oder mit dem, wie auch immer. Und dieses Kassettendeck hat das in ein Spiel umgewandelt, was man spielen konnte, richtig spielen konnte. Ja. Ich kann mich noch erinnern, mein Cousin hatte das, das Ding hieß Schneider oder so. Ich weiß nicht, ob das zwei verschiedene Marken sind, Commodore und Schneider, ob das Gerät einfach Schneider hieß von Commodore 64, keine Ahnung, aber auf jeden Fall sehr geil und wie gesagt, das Ganze, ja, für ein Zwanni bin ich schon mal zufrieden. Aber ich hab so viel Konkurrenz hier wieder gesehen, wer weiß, was alles verpasst wurde. Ja. Gut, Damian, du hast nichts gekauft. Doch. Doch, ich habe was für die Arbeit gekauft. So ein Ding. Schleifaufsatz. So ein Schleifaufsatz für einen Euro. Geil. Ein Euro, kann man nichts falsch machen. Kann man nichts falsch machen. Okay, wir gehen noch auf Flohmarkt 2 am Marktkauf beim Flughafen. Ab geht's. Okay, angekommen. Und es ist die Hölle los. Ja. Aber wir haben doch recht schnell einen Parkplatz gefunden. So einen halblegalen, aber... Flohmarkt ist Krieg. Da gelten keine Regeln. So. Aber ist der Politesse egal. Wahrscheinlich später. Ja. Naja, schauen wir mal. Vielleicht habe ich Glück. Also, los geht's. Seht ihr, deswegen mache ich so selten Flohmarkt-Videos noch. Ganz ehrlich. Gab nix. Ja, klar, hier und da. Ein Brötchen gab's, was zu essen. Ja, ein Steak für 5 Euro. Das war noch nichts Beste. Gab nichts. Also alles, ja, ne, hier und da, so PlayStation 2 Games oder viel Xbox 360 habe ich heute gesehen. Sogar Xbox Classic Games, aber nichts, was. Ne. Hier Flohmarkt 1, ganz krasses Highlight für mich, die PS1 mit dem LED-Screen oder LCD-Screen und Original Sony. Wollte 120 Euro haben. Ne? So etwas über eBay. Komm schon, nee. Dafür gehen wir nicht auf den Flohmarkt. Dafür gehen wir nicht auf den Flohmarkt. Ja, aber ich werde trotzdem noch, ne, hier und da dieses Jahr. Ich freue mich auf die Hofflohmärkte vor allem wieder. Da ist immer, das ist immer das Beste, Hofflohmärkte. Aber ja, gut, ich wünsche, ihr hattet trotzdem ein wenig Spaß und ich bin ja so gesehen zufrieden mit den Funden, aber dafür, dass ich, was haben wir, dass ich seit 6 Uhr wach bin und unterwegs und es ist 11:45. Naja, aber ich konnte ein bisschen Zeit mit dem Damian hier verbringen. Ne? War schön. Das ist die Hauptsache. Und ja, gut, das mit der Kamera war geil. Ne? Auch wenn es euch jetzt vielleicht nicht so interessiert, aber
für mich persönlich geiler Fund mit der Cam. Mega geil. Nur auf zwei Flohmärkten keine SD-Karte gefunden dafür. Naja, muss ich mir eine bestellen oder ich glaube, ich habe da eine noch eine. Naja, egal. Auf jeden Fall, habt ihr was gefunden bei dir auf dem Flohmarkt? Und wenn ja, schreibt es mir gerne in die Kommis. Damian, muss aufs Klo. Den bringe ich jetzt schnell hin. Und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Stay safe. Pass auf euch auf. Euer Reed.